Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu The Crew 2. Und heute sind wir nochmal solo unterwegs. Hier seht ihr meinen wunderschönen, eingesauten Dodge Challenger Rally Cross Whatever Edition. Sieht toll aus und ein Rallye-Fahrzeug muss schmutzig sein, ja. Ein Rallye, ein Gelände, auch Geländefahrzeuge. Geländefahrzeuge müssen schmutzig sein. Das wäre doch eigentlich eine geile Idee, so eine Lackierung zu machen, oder? Das Fahrzeug immer dreckig aussieht, dann musst du es nie waschen. Super Ideen, ihr seht, gute Ideen gehen mir nie aus. Und wir zoomen raus aus dem Grand Canyon und haben in der letzten Folge dann glücklicherweise, also in der letzten Solo-Folge, die Live Extreme Series Episode 4 abgeschlossen. Was gibt's denn? Und ich sehe gerade, hier blinkt was freudig vor sich hin, und zwar im Pro Racing Headquarter. Eine neue Disziplin ist freigeschaltet. Dann schauen wir uns das doch mal an. Freigeschaltet haben wir tatsächlich auch schon das meiste. Nur die Kohle fehlt noch ein bisschen, um den Fuhrpark zu erweitern, aber auch das kriegen wir hin. Neue Disziplin. Alpha GP. Sehr geil, der Formel 1 Modus. Die Kiste kostet mega Kohle. Wir gucken uns das gleich mal an. Ich weiß, einige The Crew-Fahrer sind ein mega Fan von dieser Kiste und es ist der Original Red Bull Formel 1 Wagen. Wir schauen mal ganz kurz. Wir schauen mal ganz kurz. Ach. 334.000 Bucks. Und wir haben 389. Ja, das ist doch mal geil. Es gibt hier auch noch quasi die The Crew Formel 1 Zukunftsvision. Den Proto Alpha Mark II. Der kostet dann nochmal einiges mehr. Ach komm. Das gönnen wir uns, würde ich sagen. Das gönnen wir uns. Farbe gibt es natürlich nur die eine. Aber auch auf diese Kiste werden wir unsere kotzende Eisbär Lackierung draufpacken. Ihr seht, ich bin gerade so ein bisschen... Ich bin einfach nicht multitaskingfähig, ja. Nicht die Stärke von Eisbären, schon gar nicht von Kotzenden. Und zwei neue Aktivitäten werden freigeschaltet. Ist das nicht wundervoll? Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Ich vermute mal, dass das dann eben Grand Prix-Rennen sind, die dann freigeschaltet wurden. Alpha Grand Prix. Cool, das machen wir auch gleich. Pass auf, wir gehen mal ganz kurz in unsere Hütte rein. Machen den Red Bull Formel 1 Wagen, auch wenn er natürlich cool aussieht, aber Red Bull Formel 1 kann jeder, kotzende Eisbär nicht. Schauen wir mal, was wir an ihm verändern können. Vielleicht geht ja optisch sogar irgendwas. Ich glaube, dass da nicht allzu viele Möglichkeiten geben wird. Aber wer nicht wagt und probiert, der nicht gewinnt. So, da ist es, das Schmuckstück. Wir gehen rein in die optische Anpassung, wenn es das Spiel lässt. So, Verzierung. Verzierung auswählen. Wir gucken mal, was daraus wird. Ah, ja. Okay, die Grundfarbe ist schwarz. Es sieht natürlich cool aus, aber ich hätte ihn natürlich gerne weiß. Jetzt ist die Frage, ob wir das hier verändern können. Tja, wir können nur zwischen schwarz und schwarz... Ah, hier geht was. Hier geht... Ah, so läuft der Hase. Alles klar, machen wir. So. Sehr schön. Sieht natürlich ein bisschen komisch aus, weil natürlich zugegebenermaßen... Obwohl, es sieht eigentlich gar nicht so komisch aus. Das ist ja im Endeffekt eine Standardlackierung, die wir auf alle Fahrzeuge draufpacken können. Das sieht dann auf jedem Fahrzeug immer ein bisschen anders aus. Und muss sagen, es klappt ganz cool. Man sieht den Kotzbär, man sieht das Logo. Ja, komm. Ist doch ganz cool. Ist zumindest was Individuelles. Jetzt gucken wir mal, was wir optisch an der Kiste noch machen können. Im Bereich Aussehen. Bremssattel. Sieht man eh nicht so wirklich, ne? Sieht man nicht so wirklich. Egal, wir machen ihn trotzdem kotzbärgrün. Kann nicht schaden. Fährt sich bestimmt besser damit. Ach so. Und sonst? Bremssattel. Nö. Gibt hier tatsächlich eigentlich keine Möglichkeiten, irgendwas zu verändern. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert. Performance-Teile. Können wir noch keine einsetzen? Okay. So, dann begeben wir uns einmal zur kurzen Testfahrt mal auf die Straße. Schon geil. Schon geil. Wäre geil, wenn das in den Formel-1-Spielen... Ups, von Ubisoft auch funktionieren würde, dass man so ein eigenes Design draufpacken kann. Ich muss sagen, fährt sich spontan sehr, ist sehr, sehr feinfühlig. Oh, shit. Oh, aber hält einiges aus. Siehst du? Ja, so ein kleiner Frontalunfall bringt so einen echten Formel-1-Wagen natürlich nicht aus dem Konzept. Die Steuerung ist wirklich sehr, sehr feinfühlig. Ich weiß, dass viele das möchten, aber da gehe ich, glaube ich, auch noch mal kurz rein und schaue mal, ob ich da noch ein bisschen was optimieren kann. Steuerung.
Okay. Das ist dann wahrscheinlich die Leistungslinie. Ich habe keine Ahnung. Ist das die Leistungslinearität? Lenkungsspannung? Ich habe keine Ahnung. Es wäre schön, wenn es mal irgendwie auch eine Erklärung dazu gäbe. Wisst ihr was? Ich lese mich da mal ein. Ich gucke mir das mal an und langweile euch jetzt mit den Optionsmenüs so aus dem Weg hier. Und dann machen wir doch heute mal ein richtiges Grand Prix-Rennen, oder? Dann fangen wir hier gleich mal richtig schön mit Action an. Wo war das? Irgendwo hier in der Wüste? Hier war das. Golden Hills Rennstrecke. Alpha Grand Prix. So. Leistungsindex ist auf jeden Fall erfüllt. Und dann bringen wir das Schmuckstück gleich mal auf die Für Stelle raus. Puristen wie Auf die Clarence Strecke. ist der Alpha Grand Prix das, was Pro Racing immer war und bleiben sollte. Er liegt falsch. Es hat sich immer entwickelt. Ja, diese alten Autos sind Klassiker, aber sie sind nicht so schnell und sicher wie die heutigen. Wandel gehört zu unserer Tradition. Ich fahre jetzt mal in der Motorhaubenperspektive, weil ich glaube, die Kiste ist echt nicht so einfach zu kontrollieren. Und so habe ich zumindest das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr Gefühl, ein bisschen mehr Überblick über die Kiste habe. Vor allem was Abstand und Einfahren in den Kurven betrifft. Dein Wagen zu tunen, war mein Meisterwerk. Ja, ich bin mal gespannt, ob du hier auch einen guten Job gemacht hast, mein Freund. Da kommt eine Kurve. Erstmal die Strecke gewöhnen, ich habe noch keinen Plan. Und es ist auch noch nass. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Oder weg da. Boah, Geschwindigkeitsrausch. Alter Falter. Ja, hört sich zumindest, muss ich wirklich sagen, hört sich sehr geil an. Ist ein richtig geiler Formel-1-Sound. Fährt sich sehr gnädig, doch nicht so rutschig, wie ich es erst befürchtet habe. Und es ist wirklich ein mega Geschwindigkeitsgefühl bei, wenn ich mich nicht täusche, konstanten 60 Bilder pro Sekunde. Oh, ist echt ganz cool. Das ist natürlich auch mega hier, Stoßstangenperspektive. Oh. Und die Cockpitansicht ist einfach nur tödlich. Und die Spiegel funktionieren nicht, sehe ich. Ja, willkommen in der Open-World. Jetzt probieren wir es doch mal kurz in der Außen. Ich sehe gar nichts. Geht's denn hier lang, Alter? Die Strecke ist wirklich sehr gnädig, weil die Mauern in diesem Fall dann doch sehr helfen. Es gibt relativ wenige Sandbänke oder was, wo man irgendwie groß rausfahren könnte. Deswegen an sich eine ganz coole Sache. Ab und zu mal ein kurzer Blick in die Übersichtskarte macht auch Sinn. Die können sich hier sogar ein bisschen vergrößern. Hilft das nicht so? Doch, hilft ein bisschen schon. Hilft ein bisschen, macht ein bisschen Voraussicht. Das lernt man ja schon in der Fahrschule, ne? Vorausschauendes Fahren und bitte mit dem Formel-1-Wagen aus dem Dreck rausbleiben. Das lernt man nicht nur Fahrschule, aber mit gesundem Menschenverstand. So. Gut so. Du bist im Flow. Naja, geht so. Aber es geht. Wenn ich einigermaßen hier vorne bleibe und dann auf den Füßen die richtigen Stellen nutze, müsste das eigentlich funktionieren. Das war nicht die richtige Stelle. Scheiße. Das ist immer das da. Boah, das sehe ich nicht. Da denke ich immer, da kommt eine Linkskurve, dann ist hier rechts. Das ist fatal, ne? Fahrer, die in einer Rechtskurve links gelenkt haben, haben selten Rennen gewonnen. Boah, ich sehe einfach nur blau, die Sonne blendet. Alter Falter, das ist so die richtige Kameraperspektive, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich ein sehr stabiles Bild und ein sehr geiles Geschwindigkeitsgefühl, muss ich schon mal sagen. So, fast 70% des Rennens geschafft. Jetzt einfach entspannt bleiben und ein bisschen Boost für die Zielgerade oder für die, ja, für die Zielgerade aufheben. Und das Faszinierende ist, eine Crew kriegt das hin, was bei GT-Sport bis heute nicht geklappt hat. Regenrennen. Regenrennen und wischende Scheibenwischer. Junge, bleib mal ganz entspannt, ja? 83%, ich muss hier echt aufpassen. Oh, Alter! Das hat jetzt mit beiden nicht wirklich geholfen, ne? Oh, da kommt das Ziel, da kommt das Ziel. Hier weit. Boah, Alter, Tunnelblick.
Mann, wir haben es tatsächlich gebacken gekriegt. Boah. Adrenalin pur, das war echt, muss ich echt sagen, das war echt ein cooles Rennen. Hätte ich echt nicht gedacht. Aber da bin ich auch wirklich auf Messerschneide durchgeschlittert. Oh. Das Loot nicht vergessen. Ruby hat zwar gemacht, man kriegt. Aua. Man kriegt das Loot trotzdem. Man muss es gar nicht aufsammeln. Aber sicher, sicher. Das wir versuchen, diesen Sport zu modernisieren. Mit neuen Events, neuen Strecken und jeder Menge Innovationen können wir ein neues Publikum anlocken. Mit der ewig alten Leier laufen wir Gefahr, es zu verlieren. Deswegen läuft es jetzt so, wie es läuft. Die Alternative ist Stagnation oder Rückentwicklung. Ja, ja, Lebensweisheit in The Crew 2. Siehst du, ein bisschen was kann man auch noch dazu lernen. Oh, in die falsche Richtung, ne? Macht aber nichts. Und jetzt wollte ich nämlich mal was machen. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Ja? Wir haben ja alle Zeit der Welt und ihr seid ja hier, um gelangweilt zu werden. Und zwar wollte ich mal den Fotomodus mal ausprobieren. Fotomodus. So, mal gucken, was hier so geht. Ah, schau mal. So kann man das nämlich... Warum sind eigentlich hier Reifenspuren, obwohl mein Fahrzeug erst da ist? Das Spiel bescheißt uns noch. So. Gucken wir mal. Was echt ein bisschen komisch ist. Ich habe es in The Crew 2 noch nie hinbekommen, irgendwie mal ein geiles Foto zu machen. Ich finde da immer nicht so die richtigen Perspektiven. Also irgendwie habe ich dann Knick in der Linse. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber irgendwie finden The Crew und ich nicht zueinander. Obwohl, das ist doch eigentlich... Das ist doch okay, oder? Ich habe ja irgendwo mal gelernt, dass man ein Foto immer so aus Höhe des Fahrers machen sollte. Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier nicht im Fotomodus oder irgendwas, sondern... Oder so höher? Macht das Sinn? Nee, sieht auch kacke aus. Gut, komm. Ich will auf jeden Fall einfach mal ein Foto machen, dann langweile ich euch nicht länger. So. Dann kann ich das irgendwie, kann ich das Interface ausblenden. Bam. Und wie mache ich jetzt ein Foto? Wahrscheinlich mit X. Dieses blöde The Crew-Logo, ne? Bringt einen jetzt auch nicht wirklich weiter. Schön ist nicht, ne? Aber ist auch egal. Wir sind hier nicht zum Fotoschießen. Ich wollte es einfach mal kurz ausprobieren. Da kann man bestimmt einiges Cooles draus machen, aber irgendwie liegt mir der Fotomodus von Genisport ein bisschen besser. So, wir zoomen raus. Ein bisschen Abwechslung. Das ist das, was The Crew 2 bietet. Und wir gucken mal, was hier... Ich will mal wieder irgendwas Rallye-mäßiges machen. Hier. Das hört sich gut an. Rallycross, Dallas Tiger Tonic Event. Irgendwie mag ich diese Dreckrennen, obwohl da natürlich tendenziell wieder zu viel Mist, zu viel Natur im Weg rumsteht. Ich bin sehr stolz auf dieses Rennen. Ich hatte die Idee dazu, hab alles selbst organisiert. Weißt du, Rallycross hat in Europa begonnen und deswegen werden wir nur mit europäischen Autos fahren. Ich weiß, genial, oder? Total genial, nur dass ich kein europäisches Auto habe, aber ist egal, dafür habe ich ein cooles. Naja. Dann tanzen wir wieder außer der Reihe, aber ist ja auch nicht schlimm. Und mal abgesehen davon, ich glaube, das habt ihr mittlerweile mitbekommen, dass ich ein absoluter Dodge Challenger-Fan bin. Ich liebe diese Kiste. Finde ich jetzt einfach so mega geil, den Challenger hier auch als Rallycross-Version zu haben. So, das sind die Rallycross-Rennen, wo es ja auch diese Abkürzungen gibt. Die Abkürzungen sind ein bisschen tricky und sehr eng, aber sie bringen richtig was. Ich glaube, es ist komplett verkackt. Wie ich jetzt gerade. Das ist auch wirklich eine gute Abkürzung. Wir hätten hier nur Mario Kart. Nur, dass mir hier ganz, ganz schwer der rote Panzer fehlt. Das ist nicht da vorne, ne? Der Motorhaube. Ich find's so geil. Ich bin ein Riesenfan von dem Scheiß. Das ist auch das Coole, wirklich neben der Abwechslung, wegen den ganzen Events, die das Spiel bietet, ist halt wirklich auch diese Variation an Fahrzeugen, die man einfach in jeder denklichen Art hier über die Pisten bewegen kann. Als Monster Truck, als Drag Racer, als Rallye-Fahrzeug. Herrlich. Ich mag das. Ich habe in The Crew 1 nie wirklich gespielt, vielleicht mal eine Stunde die kostenlose Demo mal so ein bisschen angetestet. Aber es hat mich damals nie so richtig gepackt, obwohl es natürlich auch ein Zeitfaktor war. Aber ich bin echt froh, dass ich in The Crew 2 eingestiegen bin. Ich muss zugeben, The Crew 2 hat mich bis heute nicht so komplett gepackt. Ja? Also nicht so, dass ich sage, geile Spiel, Leute, kauft's euch. Ich werde sowohl mit der Open World als auch mit der Steuerung noch nicht so ganz klar. Aber ich mag einfach die Abwechslung. Ich mag die Landschaft. Ja?
Vielleicht sollte ich doch eher quasi hauptberuflich hier sozusagen in den Fotomodus umsteigen und weniger Rennen fahren. Ah, und das ist wieder einer der Momente, wo ich mir einfach sagen würde, weißt du was, spiel doch einfach ein Spiel und laber wenig. Ich quatsch euch hier echt, glaube ich, gerade völlig kaputt. Und auch sowas ist natürlich wertvolles Feedback. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare rein, wenn ihr sagt, Mensch, konzentriere dich doch einfach ein bisschen aufs Fahren, laber weniger, aber ich habe anscheinend ziemlichen Redebedarf, was mir mein Psychologe sagt. So müssen meine Leute fahren. Nun gut, 81% des Rennens haben wir geschafft. Sieht im Moment ganz gut aus. Mit dem Kurvenfahren habe ich es noch nicht so. Zumindest in dem Spiel. Ich habe mir ja früher mal eingebildet, dass eigentlich die Kurve immer so meine Stärke war. Zumindest der KI gegenüber. Aber hier, ich muss echt noch was in der Steuerung verändern. Das ist so fummelig teilweise, so fein, obwohl ich das nach KRs Rad auf jeden Fall schon mal ein bisschen runtergedreht habe. Aber das ist mir echt noch ein bisschen zu fein. Der eine oder andere mag das sicherlich genau so, aber mein Ding ist es nicht. Und bevor wir das Auto jetzt komplett zerstören, egal. Wir haben das Rennen auf jeden Fall gewonnen, das ist auch schon mal sehr erfolgreich und sammeln auf jeden Fall den Loot ein, gehen rauf auf die Weltkarte und ein bis zwei Rennen werden wir auf jeden Fall noch schaffen. Du machst irgendwas falsch, mein Freund. Ein Sieg bringt so viele Vorteile und du hast keinen Anteil daran. Es ist keine Schande, wie ein Sieger rumzulaufen, denn du bist einer. Triff die richtigen Entscheidungen und genieße es, solange es anhält. Denn das Ende kommt immer schneller, als man denkt. Ich habe keine Ahnung, was ich damit sagen wollte, aber es ist mir auch ziemlich egal. So, wir gehen mal raus. Also wie gesagt, ein bis zwei Missionen schaffen wir nochmal. Wir gucken einfach mal, was hier freudig vor sich hinblinkt. Wir haben hier zum Beispiel noch ein Street Race. Der Unfall, der Name ist hoffentlich nicht Programm. Aber passt sehr gut zu mir. Also der Unfall, das müsste ich ja wirklich aus dem Stand heraus sehr erfolgreich abschließen. Dieses Rennen ist verdammt wichtig. Wenn du gewinnst, haben sie dich auf dem Schirm. Es ist deine Chance, dir einen echten Namen zu machen. Also lass dir das nicht vermasseln. Du willst mir sagen, die haben mich noch nicht auf den Schirm, obwohl ich hier der Live Extreme Series König bin. Der Liebling der Massen. Heißt das der Liebling oder das Liebling? Ist eigentlich auch vollkommen egal. Ich arbeite hier nur Stuss. Erreiche den Top 3. Na gut, das sollte auf jeden Fall drin sein. Du musst nicht nervös sein. Du hast den Wagen und du hast Talent. Ich dachte, ich geh mal in die Motorhaubenperspektive. Das ist bestimmt auch ganz geil, aber bin mir nicht sicher, ob das so eine sinnvolle Idee war. Ist ja absolut meine favorisierte Kameraperspektive in GT-Sport. Auch ein sehr gutes Geschwindigkeitsgefühl, aber glaube ich, hilft mir hier nicht wirklich. Wie konntest du so weit zurückfahren? Ist ja auch egal. War schneller. So, Cockpit-Perspektive auch sehr nett gemacht, aber absolut tödlich. Oh, wenn man hier so durch die Nacht brettert, habe ich auch keine Ahnung, welche von den Gegenständen hier vor allem sind, man eigentlich umfahren kann und welche nicht kommen. Jetzt hier zwar auch weniger Gequatsche, raus in die Außenperspektive, da haben wir zumindest ein bisschen mehr Überblick. Mal gucken, ist hier was Weißes, verdammt. Was war das denn? Das sieht nicht so aus, als wenn es ge... Hä? Ach, der Unfall. Das sieht verdammt übel aus. Wir müssen helfen. Oh Mann, ganz vorsichtig. Er hat vielleicht innere Verletzungen. Das ist nicht dein Ernst. Keine Zeit, auf einen Krankenwagen zu warten. Er muss schnell ins Krankenhaus. Wir machen das, okay? Wir kümmern uns selbst darum. Ach Leute, ja gut, okay. Das ist nett, weil es mal tatsächlich ein bisschen Abwechslung ist, aber ihn jetzt hier mit, was weiß ich, 300 Stundenkilometern mit einem... Die falsche Richtung. Mit einem Dodge Challenger ins Krankenhaus zu bringen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was wohl der Chirurg dazu sagt. Hätte ich hier hochfahren müssen irgendwo? Also die Richtungsangabe zum Krankenhaus ist... Du willst mich jetzt echt verarschen, oder? Ich soll doch zum Krankenhaus. Was willst du denn von mir? Er ist tot. Wir haben ihn verloren. Wir haben ihn verloren. Nee. Jetzt geht's doch weiter. Meine Güte, was ist denn? Okay, ist mir scheißegal. So.
zurück zur Strecke, das können wir auf jeden Fall mal probieren. Das ist die Strecke. Du bist dir sicher, dass das die Strecke ist? Vielleicht hätten wir doch lieber einen Krankenwagen rufen sollen. Ich glaube, das wird nichts. Das sieht echt schlecht aus für unsere Kameraden hier. Ach, da ist ja eine blaue Linie auf der Karte. Die sehe ich jetzt erst. War die vorhin schon da? Boah, ist das übel. So ein sehr helles... Ich finde das sehr ungeschickt, ja? Ich finde das wirklich sehr ungeschickt, dass eine hellblaue Linie auf einer weißen Straße ist. Das fördert jetzt nicht unbedingt die Übersicht. Und ich sag's euch gleich, ihr hättet mir keinen Kranken hier ins Auto legen sollen. Das war echt keine gute Idee. Wie viel Zeitlimit? Ich habe erst 22% der Strecke hinter mir. Wollt ihr mich verarschen? Wie viele Krankenhäuser hat denn dieses Land? Ach so. Oh, Entschuldigung. Ja, ich werde einfach im Krankenhaus behaupten, dass er die Verletzungen vorher schon hatte. Wie soll man das Gegenteil beweisen? Ach, ich schmeiße ihn im Krankenhaus in Notaufnahme einfach aus dem Auto und lege ihn hin. Vorsichtig. Vorsichtig ist gut, aber stimmt, ich habe ja noch nicht mal ein Zeitlimit. Also eigentlich habe ich alle Zeit der Welt, oder? Ist egal. Er fängt langsam an zu stinken, deswegen gucken wir mal, dass wir ihn so schnell wie möglich dahin bringen. Wenn das, ganz ehrlich, wenn das einzige Krankenhaus ist... Ups, Entschuldigung. Soll ich den vielleicht auch mitnehmen? Was hier in der Lage ist, Unfallopfer zu behandeln, dann haben wir hier echt ein Problem im Gesundheitssystem. Aber gut. Vorsicht bitte. Ich bringe hier ein verletztes Krankenhaus und sorge wahrscheinlich für 20 andere Schwerverletzte. Aber dem Spiel ist es scheißegal. Dem Spiel ist es scheißegal, wie lange ich brauche und ob ich andere Leute verletze, ob ich Unfälle brauche. Du bist fast da. Und deswegen müssen wir legal werden. Damit jemand da ist, der helfen kann, falls mal etwas schief geht. Was müssen wir? Wir müssen legal... Was? Wir müssen legal werden, um helfen zu können? Wer lässt sich denn durch solche Textpassagen einfallen? Es ist so scheiße, dass es schon wieder geil ist, ne? Leichtes Fremdschämen. Mann, vielleicht hätte er den Praktikanten nicht so viel. Egal. Ach, hier ist das Krankenhaus. Oh, ich hätte 2,45. Okay, alles klar. Es wäre natürlich super gewesen, wenn das Spiel mir in irgendeiner Form angezeigt hätte, dass ich 2,45 unterbieten soll. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt. Ich habe es nicht gesehen. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es kann ja nicht alles erfolgreich laufen. Was machen wir denn? Wir machen Feierabend. Komm. Das bringt ja alles nichts. Am meisten lebt dann das Spiel doch einfach von seinem, ja, in Anführungsstrichen, The Crew-Modus. Also quasi... im gemeinsamen Fahren mit Freunden, das ist einfach das, was dann doch am meisten Lust macht, weil die Kommentare der KI bzw. die eingesprochenen Monologe sind dann teilweise echt zu Fremdschämen. Die Welt ist riesig, es gibt wirklich einiges zu erleben und zu sehen, das Spiel macht auch Spaß, aber ich weiß auch nicht, irgendwie so richtig der Virus hat mich nicht gepackt und das liegt tatsächlich ein bisschen an der Steuerung. Ich werde auf jeden Fall in Optionen noch mal ein bisschen rumfummeln, ein bisschen ausprobieren müssen. Ich finde das Ganze immer noch ein bisschen zu fein, ein bisschen zu schwammig, ich weiß auch nicht. Oder eine Mischung aus beiden. Ich mag The Crew 2, aber der Virus hat mich noch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht auf jeden Fall weiter, sowohl Solo als auch im Koop-Modus. Und zu tun gibt es auf jeden Fall genug. Und wenn ihr Lust darauf habt, mehr sehen wollt, selber mal mit dabei sein wollt, dann seid so nett, gebt dem Video ein Däumchen nach oben. Wie immer freue ich mich auch über eure Kommentare unter dem Video. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Euer Konstantin Eisbär. Und zum Abschluss... ein Sonnenuntergang. Ist das nicht toll? Sonnenuntergänge sind toll.